Das Leben beginnt mit einer einzelnen Zelle, der befruchteten Eizelle. Während der Entwicklung teilen sich die Zellen immer und immer wieder, um die Milliarden von Zellen zu produzieren, aus denen unser Körper besteht. Zu bestimmten Zeiten hören die meisten Zellen auf, Kopien von sich selbst zu machen und beginnen stattdessen, sich zu spezialisieren. Wenn wir erwachsen sind, sind fast alle unserer Zellen spezialisiert. Unter Mikroskop sehen Zellen sehr schön aus. Sie sind so winzig, dass wir sie nicht sehen können, obwohl wir alle aus ihnen bestehen. Jeder Zelltyp hat eine spezielle Eigenschaft. Manche Zellen wachsen in sehr enger Gemeinschaft und bilden wunderschöne Muster. Wieder andere bewegen sich gerade voneinander weg. Manche werden groß, andere bleiben immer sehr klein. Das hängt alles vom Zelltyp ab. Diese unterschiedlichen Zelltypen arbeiten in spezialisierten Teams. Einige transportieren Sauerstoff durch das Blutgefäßsystem. Einige sind für das Strecken und Zusammenziehen unserer Muskeln verantwortlich. Einige vermitteln Nachrichten zwischen unserem Gehirn und dem Rest unseres Körpers. Stammzellen sind ganz besondere Zellen. Sie sind eine Art Ersatzteillager, da die spezialisierten Zellen sich nicht mehr vermehren können. Wenn diese Zellen also absterben, müssen sie ersetzt werden. Und genau dafür sind Stammzellen da. Stammzellen kommen im Blutsystem zum Einsatz. Wir brauchen jeden Tag Millionen neuer Blutzellen und diese werden von Stammzellen erzeugt. Diese Stammzellen leben im Knochenmark. Insgesamt kann eine Blutstammzelle 8 verschiedene spezialisierte Zelltypen produzieren. In der Haut brauchen wir Stammzellen, die ständig neue Hautzellen erzeugen, weil wir unsere Haut permanent abnutzen. Mittlerweile wissen wir auch, dass es sie sogar im Gehirn gibt. Wir müssen ständig neue Stammzellen machen, denn wenn wir keine mehr haben, können wir auch keine spezialisierten Zellen mehr herstellen. Bei jeder Zellteilung muss sich die Stammzelle also entscheiden, ob ihre beiden Tochterzellen neue Stammzellen oder neue spezialisierte Zellen werden sollen. Stammzellen im erwachsenen Gewebe können normalerweise nur den Zelltyp des jeweiligen Gewebes produzieren. Hautstammzellen können also Hautzellen herstellen, aber keine Blutzellen und umgekehrt. Stammzellen sind schon heute nützlich für die Medizin. Eine einzige Hautstammzelle kann so viele spezialisierte Hautzellen produzieren, dass diese ausreichen, um unseren gesamten Körper zu bedecken. Dies war ein medizinischer Durchbruch für die Behandlung von großflächigen Verbrennungen. Wenn jemand schwere Verbrennungen erlitten hat, entnehmen wir eine Hautprobe aus einer gesunden Region, sezieren sie und lösen die Zellen heraus. Diese Zellen säen wir dann in einer solchen Zellkulturflasche aus. Dort füttern wir sie dann mit einer Lösung aus Proteinen und Zucker. Die Zellen müssen nämlich essen, so wie Sie. Irgendwann beginnen die Zellen dann, sich zu teilen, bis der ganze Boden der Flasche bedeckt ist. Mit Hilfe einer speziellen Lösung entnehmen wir die Zellen. Dieses Zellgewebe bringen wir dann in den OP und setzen es dem Patienten ein. Bisher können wir nur einen Teil der Haut herstellen, nämlich die äußere Schicht. Die ist aber sehr wichtig. Ohne sie könnten wir nicht überleben. Allerdings können wir keine Schweißdrüsen oder Haarfollikel herstellen.
Diesen Verbrennungspatienten konnte das Leben gerettet werden, aber ihnen wachsen keine Haare und sie schwitzen nicht. Das ist natürlich ein Problem. Sie haben zwar überlebt, können aber kein normales Leben führen. Deshalb wird weltweit untersucht, wie die Haut genau aufgebaut ist, um sie im Labor nachbilden zu können und so die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. In einem ganz frühen Entwicklungsstadium gibt es eine andere Art von Stammzelle. Sie ist kontrovers. Sie kann zu jeder spezialisierten Zelle werden. Die embryonale Stammzelle. Diese Zelle kommt aus der Blastozyste, einem Embryonalstadium vor der Einnistung in die Gebärmutter. Embryonale Stammzellen können zu Herz-, Blut-, Gehirn- oder Hautzellen werden, je nachdem, wie man sie behandelt. Heute wissen die Wissenschaftler, dass eine Stammzelle einen langen Weg mit vielen Entscheidungen geht, bis sie zu einer spezialisierten Zelle wird. Ein Zusammenspiel innerer und äußerer Signale führt jede Stammzelle auf diesem Weg zur Spezialisierung. Normalerweise gibt der Körper diese Signale. Wissenschaftler versuchen, der Natur dieser Signale auf die Spur zu kommen und sie zu nutzen, um reine Populationen jedes beliebigen Zelltyps herstellen zu können. Die Herausforderung besteht vor allem darin, diese Entscheidungen und die sie auslösenden Signale zu verstehen, um die Signale dann selbst geben zu können und die Zellen entsprechend zu beeinflussen. Wenn man diesen Punkt einmal erreicht hat, erkennt man auch die therapeutischen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. In letzter Zeit haben wir uns darauf konzentriert, aus embryonalen Stammzellen Gehirnstammzellen zu erzeugen. Das hat tatsächlich funktioniert. Und diese sogenannten neuralen Stammzellen können nun nicht mehr jeden Zelltyp bilden, sondern nur noch drei bestimmte Zelltypen, die im Gehirn vorkommen. Das war ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem wirkungsvollen Testsystem für pharmazeutische Versuche und vielleicht für Transplantationen. Große Mengen dieser im Labor erzeugten menschlichen Zellen schaffen die Grundlage für verbesserte Testsysteme für neue medizinische Behandlungen und könnten so dazu beitragen, die Zahl der Tierversuche zu reduzieren. Dieselben Zellen können uns auch dabei helfen zu verstehen, was mit Zellen passiert, die von komplexen Krankheiten wie Alzheimer, Parkinsons und Diabetes betroffen sind. Diabetes ist eine chronische Krankheit, bei der der Blutzuckerspiegel durch Insulinmangel dauerhaft sehr hoch bleibt. Insulin wird von sogenannten Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse produziert. Diese Zellen werden mittlerweile bereits transplantiert. Sie werden aus Spenderorganen gewonnen. Durch diese Transplantation kann Diabetes nun geheilt werden, was vorher nicht möglich war. Das Problem bei dieser Diabetestherapie ist der Mangel an Spenderzellen. Wir können so nur 25 Patienten pro Jahr behandeln, während über 50.000 Patienten in Belgien noch mit Insulin behandelt werden. Wir müssen also nach anderen Verfahren suchen, mit denen insulinproduzierende Zellen künstlich hergestellt werden können. Die Forschung beschäftigt sich zunächst mit der Entwicklung von der embryonalen Stammzelle zur insulinproduzierenden Beta-Zelle. Es wird dann versucht, die verschiedenen Stadien, also Typen von Stammzellen, zu isolieren, die bei dieser Entwicklung durchlaufen werden. Wenn man diese Zellen isolieren und im Labor züchten kann, kann man beliebig viele insulinproduzierende Zellen herstellen. Und das ist natürlich genau das Ziel vieler Wissenschaftler auf der ganzen Welt.